Ich bin hier in CodePen, um einen Fall zu zeigen, wo OpenType-Features und JavaScript zusammenkommen. Ich habe einen Text und der Text enthält Abkürzungen in Großbuchstaben, die UNO, die EU und die USA. Und ich möchte, dass diese mit Kapitälchen geschrieben werden. Also, dass die Zeichen ausgewechselt werden in Großbuchstaben, die nur so groß sind wie die X-Höhe. Ich habe in CSS schon etwas vorbereitet, und zwar habe ich einerseits da die Schriftgröße etwas heraufgesetzt, damit du es besser lesen kannst, und ich habe eine Schrift gewählt, einen Font, der Kapitälchen enthält. Also von dieser Source Sans Pro weiß ich, dass Kapitälchen drin sind. Ich habe sie eingebunden von Google und das Snippet, das Google hier zur Verfügung stellt, um diese Gewichte 400 und 700, diese Schrift zu verwenden zu können. Das habe ich hier in den Einstellungen dieses Pen schon eingefügt. Und darum wird hier dieser Font verwendet. Ich habe hier auch schon eine Klasse vorbereitet, die heißt Caps, beziehungsweise eine Regel, die auf diese Klasse angewendet wird. Und diese enthält hier die Eigenschaft Font Variant Caps mit dem Wert All Small Caps. Das stellt Kapitälchen ein. Ich kann das nicht auswendig, ich habe aber eine gute Quelle und das ist ein Artikel bei der Foundry Typotech zum Thema OpenType-Features mit CSS. Und es gibt hier einen Index mit einschlägigen Eigenschaften, unter anderem Small Caps. Und dort habe ich das kopiert. Es gibt bei Small Caps eine Variante, die Kleinbuchstaben in Kapitälchen verwandelt. Und es gibt eine Variante, die alle, also auch Großbuchstaben, in Kapitälchen umwandelt. Das ist die, die ich verwendet habe. Ich habe das hier kopiert, der Rest ist nicht nötig. Gut. Das heißt, mit dieser Regel hier könnte ich einen Teil dieses Textes in Kapitälchen umwandeln. Also ich kann zum Beispiel hier einen Span-Tag um das Wort UNO herum machen. Span, das ist wie Geheimtinte, das hat keine Eigenschaften. Aber wenn ich jetzt da eine Klasse gebe, die diesem Selektor entspricht, also Caps, dann werden hier Kapitälchen angewendet. Also du siehst, die haben X-Höhe, sie sind leicht gesperrt und die Strichstärke entspricht diesem Schriftschnitt. Ich gehe hier aber davon aus, dass es zu viele solcher Abkürzungen in Großbuchstaben gibt und dass es nicht möglich ist, diese Spans von Hand zu setzen. Das könnte zum Beispiel der Fall sein auf einer Website eines Nachrichtenmagazins, wo die Texte täglich neu kommen und es unmöglich ist, diese Tags von Hand zu setzen. Und darum muss ich auf JavaScript zurückgreifen. Ich habe hier im JavaScript-Teil bereits eine Variable namens p geschrieben, mit let, aber ich habe erst const erklärt, das heißt, ich wandle das wiederum. Das ist nicht so wichtig, ob du let oder const schreibst hier. Aber mit Document Query Selector und dem Selektor p kann ich diesen Absatz auswählen. Und dann schreibe ich p.innerHTML, das ist das, was zwischen diesem p-Tag drin steht, also dieser Text. Der soll
ersetzt werden durch einen anderen Wert. Also darum Wertzuweisung mit gleich. Und dann nochmal dasselbe p-Punkt in HTML, also der gleiche Inhalt. Und dort gibt es aber die Funktion replace, die wird darauf angewendet. Replace und dann geht eine Klammer auf und da hinten geht sie wieder zu. Und dann gibt es zwei Argumente. Das erste Argument ist das hier und das ist das, was gesucht wird. Ich habe im Moment ein x eingesetzt, aber dort hinein muss etwas, das diese Abkürzungen findet. Und dann kommt das, wodurch es ersetzt werden soll. Ich nehme das mal raus hier, aber da siehst du diesen Span-Tag mit der Klasse Caps. Und dann wird er geschlossen. Ich könnte hier mal etwas anderes reinschreiben, zum Beispiel Hello. Und jetzt würden der Buchstabe X sollte ersetzt werden durch das hier in Kapitälchen. Also weil es irgendein Wort eingefasst durch Spans mit der Klasse Caps und dadurch würde die CSS-Klasse zum Tragen kommen, die du vorhin gesehen hast. Ich versuche es mal zum Beispiel mit E. Da gibt es ein E und tatsächlich dieses E wird jetzt ersetzt mit Hello in Kapitälchen. Nicht aber das E da hinten. Wenn ich hier ein G mache, das heißt global, dann sollten alle E's ersetzt werden. Ja genau, jetzt habe ich viel mehr solche Hellos. Ich nehme das nochmal weg. Und also das E findet offensichtlich alle E's und das wird dann ersetzt mit diesem Ding hier. Und jetzt diese zwei Schrägstriche, die haben eine bestimmte Bedeutung. Da hinten sind ja Anführungszeichen und wir wissen, zwischen Anführungszeichen stehen Zeichenfolgen. Aber ich suche hier eben nicht nach einer Zeichenfolge in diesem Sinn, sondern ich suche hier nach, ich benutze hier ein bestimmtes Werkzeug und zwar einen regulären Ausdruck. Und reguläre Ausdrücke werden in JavaScript zwischen diese Schrägstriche gesetzt. Und ein regulärer Ausdruck, das ist ein bestimmtes Werkzeug, das dazu dient, in einem Text ein Muster zu finden. Und das zeige ich hier auf dieser Website. Die heißt regex101.com und das ist nichts Spezielles, diese Website. Es gibt viele verschiedene davon. Das ist einfach eine Art Testumgebung, um reguläre Ausdrücke auszuprobieren. Du kennst vielleicht reguläre Ausdrücke aus InDesign, dort heißen sie grep oder grep-Stil. Aber reguläre Ausdrücke, das ist eine Art Programmiersprache, die in sehr vielen Umgebungen verwendet werden kann. In den meisten Texteditoren, in allen neueren Programmiersprachen, im Terminal und eben auch in InDesign. Und jetzt als Beispiel, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe einen Text und der Text enthält Wörter und Zahlen. Und ich suche eine bestimmte Zahl, also hier unten ist, was durchsucht wird und da oben kommt das Muster hinein, das wir suchen. Und wenn etwas gefunden wird, man sagt dazu ein Match, wenn es einen Match gibt, dann wird er eingefärbt. Ich suche zum Beispiel die 2 und dann wird hier die 2 blau eingefärbt. Also das ist ein Match. Aber ein regulärer Ausdruck ist eben etwas, mit dem ich das abstrahieren kann. Ich kann sagen, ich suche eine Zahl. D steht für Digit. Also das heißt eine Ziffer und der Schrägstrich davor, der verhindert, dass der Buchstabe D gesucht wird. Also Schrägstrich D bedeutet eine Zahl und mit einem Plus kann ich sagen, eine oder mehrere Zahlen. Vielleicht siehst du das da unten, hellblau und dunkelblau, das sind einzelne Matches. Aber wenn ich ein Plus hinter das D schreibe, dann wird 2, 3, 4 zu einem einzigen Match und 5, 5 zu einem einzigen Match.
sind nicht zwei Matches, sondern ein Match. Jetzt ist 2, 3, 4 ist hellblau und 55 ist dunkelblau. Also das Plus ist wichtig. Und dann gibt es rechteckige Klammern. Rechteckige Klammern stehen für ein Zeichen und dann kann ich hier hineinschreiben, welche Zeichen hier gematcht werden dürfen. Ich könnte zum Beispiel sagen, alle A's und I's, also entweder A oder I. Und wenn ich ein Plus dahinter mache, dann ist es ein oder mehrere A. So, das ist ein Match, das da ist ein Match. Und diese I's sind ein Match. Was es mit rechteckigen Klammern auch gibt, ist zum Beispiel A bis Z, also A-Z, das findet alle Buchstaben von A bis Z. Man muss dazu sagen, alle Buchstaben im englischen Alphabet, also keine großen S zum Beispiel oder kleinen S. Also kleine Buchstaben sind hier gemeint. Wenn ich ein großes A schreibe, wird es nicht gematcht. Wenn ich ein kleines A schreibe, wird es gematcht. Wenn ich hier Großbuchstaben schreibe, A groß bis Z, dann wird das A gematcht, aber nicht das kleine A. Und jetzt kommen wir langsam zu den Abkürzungen von vorhin. Ich könnte sagen, ich habe hier ein Wort, das mit einem Großbuchstaben beginnt, und hier habe ich ein Wort, das einen Großbuchstaben enthält, aber nicht nur, und dann eine Folge von Großbuchstaben, und matchen möchte ich nur das hier. Ich könnte zum Beispiel hier zwei davon machen. Und dann wird nur das da gematcht, also zwei Großbuchstaben hintereinander. Oder ich könnte schreiben ein Großbuchstaben oder mehr mit dem Plus. Aber auch dann werden diese zwei Zeichenfolgen gematcht. Aber ich kann sagen, ein Großbuchstabe gefolgt von einem oder mehreren. Und dann habe ich nur noch hier einen Match. Also das ist der reguläre Ausdruck, den ich jetzt verwenden könnte in meinem CodePen-Beispiel. Ich copy-paste das. Und wenn du mehr über reguläre Ausdrücke wissen möchtest, das kann etwas sein, was als Designer extrem wertvoll wird, wenn du mit sehr vielen großen Textmengen konfrontiert bist, zum Beispiel wenn du Bücher machst. Ich habe hier auf der Kurs-Webseite eine Seite zu diesem Thema eingefügt. Und es gibt hier Dinge, die du auch in InDesign anwenden kannst. Unter anderem geht es hier auch um Suchen und Ersetzen. Und zu uns gibt es hier auch einige Links, die weiterführen. Aber sonst wird es hier nicht ein großes Thema bei uns. Also ich gehe zurück und ich setze das ein. Und wenn es neu lädt, sehe ich, dass die UNO durch Hello ersetzt wurde, aber nicht die EU und nicht die USA. Ich kann aber sagen, dass dieser reguläre Ausdruck global verwendet werden soll. Das heißt, dass es nicht nur beim ersten Muster, das gefunden wird, einen Match gibt, sondern bei allen. Also ich mache ein G für Global hierhin und dann sehe ich hier Hello und da Hello und dort Hello. Und jetzt ist der nächste Schritt noch, dass ich dieses Hello wegbringe. Also ersetzt werden sollen die UNO, die EU und die USA. Und das heißt, ich muss den Match, der da erzielt wird, den muss ich da wieder hineintun. Und das gibt es etwas, das von einem regulären Ausdruck gematcht wird, lässt sich mit dem Platzhalter Dollar und Null wiederverwenden. Es ist möglich, verschiedene Gruppen zu machen und die sind dann durchnummeriert von 0 bis 1, 2, 3 und so weiter.
funktioniert noch nicht. Es wird auch das 1 nicht funktionieren. Warum funktioniert es nicht? Ich versuche hier eine Gruppe zu machen mit einer Klammer. Und dann die 1 zu nehmen. Jetzt ist es gegangen. Ich bin nicht ganz sicher, warum das nicht auf Anhieb geklappt hat. Aber ich mag jetzt dem nicht länger nachgehen. Also es gibt einen Match aufgrund dieses Musters und das sind ein Zeichen, das ein Großbuchstabe ist, gefolgt von einem oder mehr Großbuchstaben. Ich habe hier runde Klammern darum gemacht, damit gibt es eine Gruppe und diese Gruppe kann ich mit diesem Platzhalter, mit dem Dollarzeichen wiederum verwenden, um hier das Gefundene einzufügen. Das heißt, wenn der Browser diesen Text rendert, wird diese Funktion hier angewendet und alle diese Abkürzungen in Großbuchstaben werden ersetzt mit einem Span, der sie enthält und der die Klasse Caps hat, wodurch diese Regel im Stylesheet angewendet wird und wodurch diese Zeichen dann ausgewechselt werden gegen Kapitelchen. Das ist ein ziemlich komplexes Beispiel. Es bringt HTML, CSS und JavaScript in Verbindung mit OpenType-Features und all dies funktioniert nur, wenn du einen Font verwendest, der die entsprechenden OpenType-Features beinhaltet.